Jetzt erzähle ich euch einmal alles Wissenswerte über die beiden Lockout-Regisseure James Mather und Stephen Leger. Ja, eigentlich wollte ich dieses Review wirklich beginnen mit irgendeinem ausufernden Teil über die beiden Regisseure, wo ich alles Wissenswerte für euch zusammenfasse. Das Problem ist, es gibt nicht wirklich viel Wissenswertes. James Mather hat auf der IMDb nicht einmal ein Foto von sich drinnen, hat dafür rund 30 Projekte verzeichnet, wo ich genau von einem bisher was gehört habe, und das war Lockout. Und bei Stephen Leger sieht's noch besser aus, weil hier haben wir genau 3 Projekte und ein Foto, auf dem er ungefähr 5 Jahre alt ist. Mit einem Wort, wir müssen uns ganz unverfälscht, unvorbereitet auf Lockout stürzen und Regie. Können wir den Teil vielleicht wieder rausschneiden? Lockout ist auf jeden Fall einer der Filme, der wahrscheinlich den Weltrekord dafür aufstellt, am schnellsten unglaubwürdig zu werden, weil das Ganze passiert schon nach einer Minute. Wir sehen Guy Pearce, der sich sofort im Jahr 2079 eine anraucht, und ich glaube ganz ehrlich, dass es im Jahr 2079 keine Zigaretten mehr geben wird, und wer jetzt protestiert und meint, nein, was mache ich dann? Keine Sorge, wenn du jetzt schon rauchst, wird das Jahr 2079 für dich generell, glaube ich, weniger ein Problem werden. Was die Anfangsszene des Films allerdings trotzdem wahnsinnig cool macht, ist, dass Guy Pearce prinzipiell in diesem Film eigentlich nur in Karlauern und One-Linern spricht, was natürlich so eine Verhörszene wahnsinnig cool macht. Dazwischen kommt dann noch eine nette Rückblende zu irgendeiner Action-Szene in einem Hotel, wo dann so videospielartig ein Helikopter kommt und auf dieses Zimmer schießt, wo dann Guy Pearce aus dem Fenster springt, das halt leider so in durchschnittlicher Videospielgrafik, und gerade als ich kurz nachschauen muss, ob ich möglicherweise irgendein altes PS2-Spiel in den Laptop eingelegt habe und mich wundere, hey, wieso läuft das überhaupt, sehe ich, dass das die erste große Actionsequenz von Lockout ist, wo Guy Pearce quasi mit einem Motorrad durch, man könnte sagen, die Schnittraumabfälle vom allerersten Michael Bay Jugendprojekt fährt, die wahrscheinlich schlechteste CGI-Grafiksequenz, die ich in den letzten 10 Jahren in irgendeinem Spielfilm gesehen habe. Weder die herumwirbelnden Autos, noch das Motorrad, noch der Hintergrund, noch wie er dann mit diesem Motorrad in die U-Bahn hineinfährt und den Boden entlang schlittert, noch irgendwas sieht ansatzweise glaubwürdig aus. Physik wurde mehr oder weniger für diese Sequenz ausgehebelt und gesagt, ja, du beruhig dich, wir brauchen dich dann später auch wieder nicht. Das Ganze wirkt so, ich will nicht sagen peinlich, aber irgendwie doch. Ja? Weil das Allerschlimme ist, man kann nicht einmal sagen, dass man sich bei Lockout nicht bemüht hat oder nichts zur Verfügung hatte, weil bei der Sequenz ist mehr oder weniger alles andere toll. Wir haben eine packende Soundkulisse, wir haben ein wirklich lautes, dynamisches Sounddesign, wir haben einen extrem coolen Guy Pearce, wir haben einen tollen Aufbau, eine temporeiche Inszenierung, und im Zentrum von der ganzen Sequenz stehen diese miserablen Computergrafiken, wo ich mich einfach frage, war das echt notwendig für so einen Film? Aber egal, kümmern wir uns jetzt einmal langsam um die Story von Lockout, damit wir quasi wissen, womit wir zu tun haben. Ich kann euch die Story mehr oder weniger in 4 Worten erklären. Stirb langsam im Weltall. Nur mit einem einzigen Unterschied. Stirb langsam ist dann doch mit kleinem Unterschied der bessere Film. Weil es geht quasi darum, es gibt das sicherste Gefängnis der Welt, selbstverständlich im Weltraum. Der Einzige, den man dort nicht einsperren sollte, ist Felix Baumgartner. Ich glaube, der hat seine Ausbruchsstrategie bereits jahrzehntelang vorbereitet.
Auf jeden Fall ist es irgend so ein wirklich so quasi in der Stratosphäre angesiedeltes Gefängnis, Raumschiff, sonst irgendwas, wo sich alle Gefangenen im künstlichen Tiefschlaf befinden. Und selbstverständlich kommt die Tochter des amerikanischen Präsidenten darauf, um irgendeine Studie durchzuführen. Und sowas geht ganz sicher nicht schief. Wieso müssen es eigentlich immer die Töchter von irgendwelchen Präsidenten sein, die solche Aufträge annehmen, die sich irgendwo in Huhuhu-Gefahr begeben, die sich inmitten von Gefangenen stürzen und dort irgendwelche Unnötigkeiten vollbringen, die irgendeine, was weiß ich, Studienabbrecherin im dritten Semester genauso durchführen könnte? Nein, wir müssen die Präsidentin, die Präsidententochter schicken, und vor allem, wie kann sie annehmen, alleine als Tochter des Präsidenten, dass sie ansatzweise dort brauchbare Ergebnisse liefert und dass sie nicht irgendwelche geschönten Sachen vorgesetzt bekommt? Aber tut sie dann im Endeffekt nicht, weil genau bei diesem ersten Verhör, das sie führt, lernen wir unseren Gegenspieler des Films kennen. Also eigentlich ist er ja der Bruder des Gegenspielers, aber wenn man sich dann die Performance von diesen beiden Schauspielern anschaut, wissen wir genau, wer unser Nummer 1 Gegenspieler in dem Film ist. Aber jetzt während dieser Verhörszene möchte ich eigentlich ganz kurz ein kleines Spiel mit euch spielen. Ein Spiel unter dem Titel Wer ist blöder? Und ich habe drei Vorschläge für euch zu machen. Nummer uno ist der Agent, der während dem Verhör neben dem Gefangenen steht, der dann seinen Kopf nimmt, gegen den Tisch donnert und der dabei nicht bemerkt, dass ihm der Gefangene die Waffe aus der Tasche zieht und alle anderen erschießt. Pech! Nummer zwei ist der Wachmann, der bei der Präsidententochter steht, der einfach, nachdem das passiert ist, seine Waffe zieht und fünfmal auf kugelsicheres Glas schießt. Und ich meine, wie gesagt, wenn das die Präsidententochter gemacht hätte, könnte man sagen, okay, die weiß vielleicht einfach nicht, was dort los ist, aber der Kerl arbeitet dort, der sollte doch ansatzweise wissen, was für Glas bei diesem Verhörzimmer verarbeitet wurde, oder? Und Nummer drei ist der unbekannte Vollidiot, der die Wände vom Verhörzimmer mit TNT gefüllt hat. Weil, ganz ehrlich, zwei Schüsse werden abgegeben und plötzlich explodiert das halbe Zimmer. Da stimmt meiner Meinung nach irgendwas nicht mit der Bausubstanz. Möglicherweise war das derselbe Kerl, der auf die Idee gekommen ist, wir machen ein Wachsmuseum aus Wachs. das hält sicher lang, und genauso lang hält sicher auch irgendein Gefängnisschiff, das man voll aus Sprengstoff gebastelt hat. Naja, auf jeden Fall, damit wir quasi den weiteren Verlauf des Films wissen, weil Charakterzeichnungen in Wirklichkeit brauchen wir nicht echt erwarten, haben alle Gefangenen so einen orangen Overall auf, an wo hinten auch noch groß Inmate draufsteht. Unser erster großer Gefangener, der jetzt eben in diesem Verhörding drin war, dort sehen wir das als erstes. Das Einzige, was ich mir noch frage, haben die keinen Overall in seiner Größe gehabt? Weil irgendwie passt das nicht so ganz. Naja, was ich aber echt beeindruckend finde, ist dann die erste Szene, wo dieser Gefangene quasi in die Tiefschlafkammer schaut und so ähnlich wie bei Avatar am Anfang, wenn man mir diesen Vergleich verzeiht, sehen wir dort diese riesigen Kammern und so weiter, nur dass das Ganze zwar nicht so toll aussieht, aber trotzdem muss ich zugeben, im Vergleich zu dem CGI, das wir bis jetzt gesehen haben in Lockout, echt wahnsinnig beeindruckend. Was auch eine wahnsinnig coole Action-Szene wird, ist, wie dann eben die bis jetzt schon befreiten Gangster, die anderen befreien, dieses Gefängnis übernommen wird und so weiter. Und die CGI-Effekte jetzt von anfliegenden Raumschiffen sind eigentlich gut. Und ich komme relativ oft auf das zu sprechen, aber wenn man es schafft, Raumschiff, Gefängnisinseln und anfliegende Raumgleiter wirklich toll zu designen, wo ist das Problem bei einem Motorrad auf einer Autobahn? Naja, diese Flugzeuge werden dann übrigens alle natürlich abgeschossen, weil irgendjemand, also unser Mr. Einauge, mit einem Klick quasi die Bordkanonen und die Abwehrhaltung aktiviert, weil sowas selbstverständlich keine Passworteingabe oder sonst irgendwas braucht. Ich kann
kann ohne Passwort nicht einmal meinen Laptop starten und er kann irgendeine internationale Gefechtsstation voll scharf machen, indem er seine Pfoten auf einen Knopf drauf hämmert. Jawohl, stelle mir vor, dass deswegen möglicherweise Haustiere auf dieser Gefängnisinsel nicht wirklich gewollt sind, weil... Oh, Mr. Kitty, ja, hallo. Oh, nein, 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 da bleibst du weg. Oh, wir müssen viel erklären heute am Abend. Blöd. Ja, auf jeden Fall, Guy Pearce bekommt jetzt dann mittlerweile ein Angebot, das er nicht abschlagen kann. Weil in der ersten Szene eben wurde er des Mordes beschuldigt, wird jetzt dann quasi verurteilt, hat aber noch die Chance, dass er auf diese Gefängnis, auf dieses Gefängnisschiff fährt, dort die Präsidententochter befreit und hat natürlich das überaus große Glück, dass auch der Kerl, den er sucht, wo er quasi meint, der hat ihn reingedreht, dass der auch auf dieser Gefängnisstation ist und er dort quasi Rache nehmen kann. Die einzige Frage, die ich mir nur stelle, ist, wie kommt er dorthin? Weil ich meine, ja klar, wir starten einfach mit einem Raumschiff und fliegen dorthin. Nur wenn dort die Bordkanonen aktiviert sind, die quasi auf alles schießen, was sich nur ansatzweise nähert, wie zum Teufel sollen die sich auch nur ansatzweise nähern an dem ganzen Teil? Und ich muss außerdem sagen, ich meine, Guy Pearce in dem Film ist bis jetzt wahnsinnig cool. Und ich weiß, es gibt genug One-Man-Army-Filme. Alleine darunter einer meiner Lieblings-Action-Filme aller Zeiten, Phantom Commando mit Arnold Schwarzenegger. Ich bin vertraut mit dem Konzept, dass eine Person eine komplette Armee fertig macht. Aber trotzdem muss ich einfach fragen, wie sinnvoll es ist, ein Mäxchen auf eine Gefängnisstation zu schicken, wo 500 Schwerverbrecher, und es steht sogar in der Inhaltsangabe des Films, dort sind die schwersten Schwerverbrecher, die die Welt nur ansatzweise zu bieten hat, quasi der Abschaum, den wir nicht einmal in einem Erdengefängnis mehr sehen wollen. Also 500 von denen gegen einen kettenrauchenden Guy Pearce. Irgendwie habe ich die Möglichkeit zu glauben, dass das nicht ganz ein ausgeglichener Kampf werden kann. Und was mich in dem Sinne wirklich daran stört, ist, dass dieses LOPD, Low Orbit Police Department, sorry, Guy Pearce dort wirklich raufschickt mit irgendeinem riesigen Raumgleiter, wo wir sehen, es gibt ein Besprechungszimmer, in das man locker eine komplette Armee mit 20, 30 Leuten packen könnte. Und die fahren mit einem Kerl da drauf. Es ist nicht so, dass man irgendwie in einer kleinen Kapsel dort eben hinschießen muss. Ich meine, das würde ja Sinn machen, wenn sie das irgendwie so erklären, wir müssen dich mit irgendeiner Miniaturraumkapsel dorthin schießen, damit du eben an diesem Abwehrsystem vorbeikommst und wir nicht sofort aus dem Orbit geblasen werden. Aber nein, sie kommen mit dem riesigsten Schiff an, das sie ansatzweise zur Verfügung haben, nehmen ungefähr 5, 6 Berater mit, weil, wie wir alle wissen, jeder Kerl braucht mindestens 5, 6 Berater. Und im Endeffekt ist Guy Pearce der Einzige, der ansatzweise irgendetwas tun soll. Nein! Ja? Aber gut, man muss auch sagen, unsere Agenten von der Erde sind möglicherweise nicht die größten Intelligenzkanonen, wenn wir uns folgenden Dialog aus dem Film näher anschauen. Man muss vorstellen, Guy Pearces Team kommt in irgendein Besprechungszimmer und es spielt sich folgender Dialog ab. Wer sind Sie? Secret Service. Ich weiß von nichts. Ja, dann wäre sie auch nicht so secret, oder? Geheimdienst. Du machst es sehr, sehr falsch. Naja, auf jeden Fall sehen wir dann irgendeine Szene, wo die Bösen einen von den Wachmännern oder sonst was von dieser Gefängnisstation ins All schießen. Guy Pearce sieht das und reagiert mit einem großartig gespielten... Bäh. Was ich mich nur wundere, ist, wie würde Guy Pearce reagieren, wenn der Kerl, so wie das wirklich in der Situation passieren würde, ansatzweise explodieren oder auseinanderklaffen oder sonst irgendwas würde. Da wäre es mit einem einfachen... Bäh. Vielleicht nicht mehr getan. Egal.
unsere Guten schicken mittlerweile einen Verhandler dorthin, der quasi mit diesen Geiselnehmern irgendwie ausverhandeln soll, dass sie eine Geisel bekommen, was eigentlich nur den Zweck hat, dass sich Guy Pearce unbemerkt andocken kann. Logischerweise, wenn man mit einem vollen Karacho dann gegen diese Gefängnisstation donnert, dass die Wand quasi auch 2 Kilometer entfernt davon noch ein dezentes Klong von sich gibt, dass man natürlich genau dort bei dieser Gefängnisstation andockt, wo 400 Fenster sind, wo möglicherweise die Bösen genau zufällig aus dem Fenster schauen und das sehen. Jetzt wissen wir, wozu er 5 Berater braucht, oder? Yikes! Auf jeden Fall, die Gefangenen wissen jetzt, dass er da ist, was möglicherweise für seine Secret Mission nicht wirklich so förderlich ist. Es kommt dann auch relativ schnell zu einem ersten Kampf zwischen Guy Pearce und irgendeinem Gefangenen, der dadurch endet, dass Guy Pearce dem Kerl so eine Art Sprengstoff-Halsband umhängt, was er scheinbar vom Set von The Running Man oder Battle Royale geklaut hat, keine Ahnung. Weil was ich mich frage ist, Guy Pearce wird mit minimaler Ausrüstung dort auf diese Gefängnisinsel gesteckt. Quasi er hat nichts mit. Und das Einzige, was man ihm mitgibt, ist ein Sprengstoffhalsband. Ja, das wirst du definitiv brauchen auf dieser Mission. Wie gesagt, 5 Berater. Naja, auf jeden Fall, die Präsidententochter schlägt dann irgendwen anderen mit einem Feuerlöscher. Guy Pearce bekommt das Teil auch noch mitten auf die Omme. Die Präsidententochter versteckt sich dann mit einem von ihren Beratern in einem Raum. Dort allerdings steigt der Stickstoffgehalt ziemlich stark an und Guy Pearce bekommt den Sonderauftrag. Bevor er sich weiter um die Gefangenen kümmert, muss er unbedingt die Präsidententochter befreien, weil sonst, ja, wäre die Mission gescheitert. Und gerade während wir uns schon vorstellen, dass die Musik spannender wird und so im Castle ein Timecode einblendet, wie lange wir noch Zeit haben, bis wir diesen Raum geöffnet haben, weil so eine dezente Videospielatmosphäre hat der Film dann doch irgendwie. Vor allem, wenn Guy Pearce durch den Lüftungsschacht klettert, dann schwebend über dem Propeller von dieser Belüftungsanlage, keine Ahnung, der in etwa so ausschaut wie ein Metallschredder, der im Inneren von einem Transformer versteckt ist, gibt es mitten in der Luft eine Kampfszene, die Guy Pearce mehr oder weniger damit gewinnt, dass er den Kopf von seinem Gegner an die Wand drückt und diese Wand so kalt ist, dass der Kerl dort festfriert. Kurze Frage, erstens, wenn es da drinnen so kalt ist, dass man die Hand festfriert, wie kannst du dann dort 5 Minuten kämpfen, ohne ansatzweise vielleicht irgendwie einzufrieren? Und außerdem geht's genau eine Sekunde später, dass Guy Pearce vis-à-vis von dieser Wand, wo er den einen Kerl festgefroren hat, sich anhält, nach oben klettert und so weiter. Und da frieren ihm die Batschi-Handys nicht an. Nein, weil das würde ja sonst ansatzweise Sinn machen. Naja, egal. Wir sehen dann eine relativ emotionale Szene, weil der Begleiter der Präsidententochter meint, sie muss ja unbedingt überleben, in dem Raum gibt's nicht mehr genug Luft, also erschießt er sich genau eine Sekunde bevor Guy Pearce im Kool-Aid-Kostüm quasi durch die Wand kommt, oh yeah, schreit und dann die Leiche sieht und sich denkt, huch, Vollidiot, hättest du eine Minute gewartet. Ja, bitte, auf jeden Fall flüchten dann als nächstes Guy Pearce und die Präsidententochter durch die Lüftungsschächte und spätestens jetzt sollte jedem klar sein, wieso ich den Film vorher als Stirb langsam im Weltall bezeichnet habe. Was ich mich nur frage ist, ich meine, unsere beiden Helden bekommen per Funk die Wegbeschreibungen zugesprochen, die allerdings die Bösen lauter hören als unsere Leute. Wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht ganz. Und die Präsidententochter und Guy Pearce lernen sich jetzt dann langsam kennen und auch ihre Unterhaltung basiert eigentlich ausschließlich auf irgendwelchen One-Linern und irgendwie bösen Aussagen. Er zum Beispiel möchte einfach nur mehr weg, er hat seinen Auftrag erfüllt, sie ist befreit, sie möchte aber unbedingt, dass sie auch die anderen Gefangenen noch befreien, weil sie ja wieder so eine Miss Goody Good Good ist und einfach nicht einsehen kann, hey, ich werde gerettet,
super! Wie toll, dass mein Papi Präsident ist. Nein, sie müssen ihr Leben noch weiter in Gefahr bringen. Und um das perfekt zu machen, macht Guy Pearce MacGyver sofort aus dem Nichts eine Haarfärbe-Lotion, wo er die blonde Präsidententochter auf schwarz färbt. Und das mit einer Mischung, und ich zitiere, aus Kaffee, Klowasser und Zigaretten. Ha! Anyways, wie auch immer das funktionieren soll, keine Ahnung. Wir wissen auf jeden Fall eines, sie stinkt nachher ziemlich furchtbar, nur dass alleine das den Eindruck macht, hey, ich bin ein männlicher Gefangener. Vor allem finde ich es noch witzig, dass dann einer der anderen Gefangenen ihr so nahe kommt, ihr wirklich so direkt ins Gesicht schaut und nicht auf die Idee kommt, dass es sich bei ihr um eine Frau handelt. Und wie gesagt, ich weiß, es gibt einige Leute, wo man nicht auf den ersten Blick unbedingt sofort erkennen kann, ob es jetzt Mandan oder Weiberl ist, aber ganz ehrlich, so wie die ausschaut, trotz dem Overall, trotz den schwarz gefärbten kurzen Haaren, ist gegen sie Justin Bieber ein Testosteron-Paket. Ja? Wie personifizierten Cojones. Und da! Ja, es wundert mich einfach immer nur, wenn der Plot von einem Film allein dadurch vorangetrieben wird, ob jetzt die Guten oder die Bösen die blöderen Entscheidungen treffen. Und bei dem Film fällt es mir wirklich schwer, das Ganze irgendwie zu analysieren. Vor allem, wenn sie jetzt dann aus irgendeinem Grund sofort aus dieser bedrohlichen Situation entkommen können, treffen im Vorbeigehen auf einen von diesen dementen Kerlen. Und da kann ich jetzt den nächsten quasi Punkt Backstory unterbringen, weil die Präsidententochter war eigentlich nur auf diesem Gefangenenschiff, um herauszufinden, ob dieser künstliche Tiefschlaf, diese Stasis, sich möglicherweise irgendwie auf das Stadium des Gehirns auswirkt, weil sie meint, davon könnte man ja dement werden. Wobei gut, wenn wir uns die Reaktionen der Leute in diesem Film anschauen, ist quasi schon die gesamte Welt einmal im künstlichen Tiefschlaf gewesen. Aber nein, jetzt treffen sie wirklich einen voll Dementen, der nur irgendeinen Schwachsinn vor sich hinredet, unzusammenhängende Sätze spricht. Es ist kein gutes Zeichen, wenn man den Satz unzusammenhängende Sätze sprechen unzusammenhängend spricht, oder? Anyways, auf jeden Fall ist es ein toller Zufall, dass natürlich sie genau ihre Mission erfüllen kann, dass es allerdings so wirkt, als wäre er der Einzige, der diesen Tiefschlaf nicht vertragen hat und alle anderen eh gut sind, ist, naja, mich interessiert's wenig, vor allem, weil ich zugeben muss, auch wenn er der Einzige ist, der jetzt wirklich krank ausschaut, so wirklich dicht ist in diesem Film, glaube ich, keiner, und da kann man auch die Präsidententochter und Guy Pearce mit einberechnen in diese Gleichung. Und vor allem, irgendwann stirbt dann auch dieser Demente in einer ganz, ganz tragischen Szene, wo sich die Tür zwischen Pearce, der Präsidententochter, und eben dem Kerl schließt, er draußen gefangen ist, ihr wisst eh, in dieser extremen Eiseskälte, wo Guy Pearce vorher überhaupt keine Probleme hatte, obwohl sich der andere das Gesicht an der Wand festgefroren hat. Und er steht da und friert plötzlich im Stand von einer Sekunde auf die andere ein. Ja, Physics. How do you work again? Jedenfalls, was den Film Lockout allerdings für mich im Endeffekt so unterhaltsam macht, ist nicht Guy Pearce, obwohl sein Charakter auch wirklich furchtbar cool ist, sondern, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, der Bruder des Chefanführer-Terroristen-Gedönses, weil der Kerl so herrlich kaputt ist. Mr. Ein-Auge, der einfach nur herumsteht, irgendeinen Schwachsinn von sich gibt, irgendwelche Leute ermorden lässt und wirklich einfach nur durchgeknallt ist. Es ist so schwer, diese Performance, diese Rolle und diesen Charakter näher zu umschreiben. Es ist etwas, das man gesehen haben muss, und vor allem bietet der Schauspieler eine Leistung, die es alleine schon wert ist, sich den Film Lockout anzuschauen. Vor allem, was mir relativ auffällt, ist, der Film legt ein ziemliches Erzähltempo an den Tag. Wir bekommen immer wieder Weiterentwicklungen der Guy Pearce-Story, der Gefangenen-Story und so weiter. Ich muss in diesem Review wirklich einige Sachen auch weglassen, weil sonst wir tatsächlich morgen noch da sitzen würden. Lockout hat wirklich
viele Szenen, viele Elemente, die wenig Sinn ergeben und ist gerade deswegen so sehr unterhaltsam. Zum Beispiel, gerade als ich jetzt diese 2 Minuten Verschnaufpause, die einem der Film vielleicht gönnen hätte können, nützt, um ein bisschen Backstory über die Charaktere unterzubringen, erklärt uns dann jemand, oh nein, das Gefängnisschiff ist instabil, wird bald aus der Atmosphäre kullern und quasi in die Erdatmosphäre wieder eintreten, dort verglühen und es ist alles eigentlich ziemlich schrecklich. Deswegen bekommen wir den Klischee-Twist Nummer 0815, dass die guten Amerikaner im Endeffekt auch böse sind und wir lernen, dass sie tatsächlich an den Gefangenen auf diesem Gefängnisschiff irgendwelche Experimente durchgeführt haben, weil unsere beiden im Vorbeigehen, genauso wie sie vorher den Dementen getroffen haben, jetzt im Vorbeigehen quasi in der Autopsie vorbeischauen und dann irgendwelche grauslich ausschauenden Leichen finden, die so ein Gesicht ziehen wie wahrscheinlich jeder Kritiker, der sich Lockout angeschaut hat, aber egal. Was außerdem ein weiterer Klassiker des schlechten Klischee-Schreibertums ist, Guy Pearce wird dann langsam von der Mission abgezogen, allerdings hat er jetzt scheinbar, obwohl er sie vorher nie leiden konnte, obwohl er nur böse Sachen an den Kopf geworfen hat, irgendeine Liebe zu unserer weiblichen Hauptrolle gefunden und sagt, nein, ich gehe nicht ohne sie. Und ja. Jetzt kommt der Teil, wo ich ernsthaft beim Anschauen noch einmal zurückspulen musste, um zu wissen, ob ich das tatsächlich gesehen habe. Das ist in etwa so wie bei dem großartigen Michael Dudikoff Science-Fiction-Film Stranded, wo sie am Ende quasi die Vernichtung des Raumschiffs dadurch verhindern, indem sie Ballast abwerfen. Im Vakuum. Ballast abwerfen, damit das Raumschiff leichter wird. So flüchten jetzt unsere beiden, übrigens die Tatsache, dass man ansatzweise noch andere Gefangene retten muss, hat der Film genau einmal angesprochen und dann wieder komplett vergessen. Sie haben's ernsthaft nicht ein einziges Mal versucht, noch irgendjemand anderen zu retten. Es war nicht einmal so, dass es so einen Dialog gegeben hat. Hey, wir müssen weg. Hey, wir müssen andere retten. Okay, wir retten wir die anderen. Naja, wir gehen dort und dort. Nein! Der Dialog war quasi, wir gehen jetzt, aber wir müssen noch andere retten. Run! Ja, ganz ehrlich, sie laufen einfach davon, packen sich in irgendwelche Stratos-Raumanzüge und springen von dieser Gefangenenstation ab. Fallen einfach in Richtung Erde. Natürlich glüht der Anzug beim Eintritt in die Atmosphäre nur ganz kurz auf. Es passiert ihnen genau nichts. Nachdem das passiert ist, zerstört Iron Pearce einfach seinen Anzug, drückt auf einen Knopf. Der Anzug fliegt in 400.000 Teilen von ihm weg. Selbstverständlich kann man im freien Fall perfekt atmen, sodass Guy Pearce versucht, zur Präsidententochter zu kommen, die beim Fall natürlich ein bisschen mehr strauchelt, weil sie nicht so viel Erfahrung hat mit. Er geht zu ihr hin, drückt auch ihren Anzug weg und nachdem beide komplett leicht bekleidet, könnte man sagen, bei wahrscheinlich minus 50 Grad im freien Fall sich befinden, wo ihnen die Atemwege dezent vereisen würden, aber egal, schafft er es in der fast wirklich doch schlechtest animierten CGI-Sequenz des gesamten Films, bei ihr irgendeinen Fallschirm zu aktivieren und in einer unglaubwürdigen Perfektion landen sie beide mitten auf der Autobahn. Abgesehen davon, dass sie sich wahrscheinlich, wenn er sich einfach nur so festhaltet bei ihr und dann den Fallschirm aktiviert, wahrscheinlich beide alle Knochen brechen würden, aber das ist ja scheinbar nicht so wichtig, landen sie mitten auf der Autobahn und selbstverständlich, nachdem sie abgesprungen sind, dauert es exakt 1 Sekunde, bis diese komplette Gefangeneninsel in die Luft fliegt. Wir uns natürlich fragen, auf Wiedersehen alle anderen Geiseln, die wir dann in dem Film nicht nur nicht gerettet, sondern auch nie wieder ansatzweise irgendwo angesprochen haben. Ich bin so froh, dass die Präsidententochter ansatzweise wohlbehalten und unglaubwürdig wieder auf der Erde gelandet ist. Und mir tut plötzlich ziemlich der Kopf weh. Natürlich muss der Film dann auch noch unglaubwürdig weitergehen, weil sonst wäre es ja irgendwie zu schade, weil
Unsere Präsidententochter wacht dann im Spital plötzlich wieder auf, wurde perfekt dort behandelt, man hat ihr sogar die Haare wieder entfärbt, weil sie ist auf einmal wieder blond. Dann erinnert sich sie sich an diesen Schwachsinn, den der demente Kerl gesagt hat und schafft es auf diese Art, bei dieser U-Bahn-Station, wo wir vorher gesehen haben, dass irgendein Koffer deponiert wurde, diesen Koffer zu bekommen. Und das war auch genau das, was Guy Pearce wollte. Weil er wollte immer Mace, aber im Endeffekt war es der von Mace deponierte Koffer und nicht Mace höchstpersönlich. Was ich irgendwie sehr interessant finde, weil dann auch wiederum dieser Plotpoint in der eigentlichen Story des Films überhaupt nicht vorgekommen ist. Wir haben nur ganz am Anfang als Motivation bekommen, dass ihm dieser eine Cop gesagt hat, hey, Mace ist dort oben. Und Guy Pearce bei sich, ja, Mace. Und dann war er dort oben, hat er mit Mace überhaupt einmal, na egal. Und jetzt ist natürlich der komplette Plot aufgeklärt. Er hat seinen Koffer, legt ihm diesen Polizisten hin, der den Koffer sofort aufmacht. Und dann von Guy Pearce erfährt, dass woher zum Teufel er die Kombination weiß, wenn nicht er der böse, böse Maulwurf ist. Und oh, ihr meint, der Einzige, dem wir ansatzweise noch vertrauen hätten können, der einzige Freund, den Guy Pearce auf der Erde hatte, derjenige, der ihm vorher ein kleines bisschen geholfen hat, ist tatsächlich der Böse und der Maulwurf. Quasi ein sensationeller Twist, den wir erst in 730 Zigtrilliarden anderen Filmen gesehen haben. Aber egal, der Polizist wird quasi überführt, wird dann abgeführt und Snow, so heißt Guy Pearce in dem Film, raucht sich während dem Geständnis von dem anderen natürlich ganz gemütlich eine an, ist quasi der letzte intergalaktische Bulle. Und ganz zum Schluss des Films brauchen wir natürlich noch das aufklärende Treffen zwischen Guy Pearce und der Präsidententochter, wo sie sich dann im Endeffekt wirklich gut verstehen und wahrscheinlich zusammenkommen. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon? Das Einzige, was mich allerdings wirklich noch interessieren wird, ist auf dem Cover von Lockout steht die großartige Tagline allein gegen 500. Wo ist das Problem? Für mich ist eher das Problem, dass wir von diesen 500 wahrscheinlich im ganzen Verlauf des Films nur 20 gesehen haben und Guy Pearce wahrscheinlich gegen 5 davon im Endeffekt wirklich gekämpft hat. Das ist ein echtes Problem. Aber sonst kann ich nur sagen, Lockout mit Guy Pearce ist ein unglaublich unterhaltsamer Actionstreifen. Man kann ihn fast als die Ausgeburt des Big-Budget-Kino-Trash bezeichnen, weil prinzipiell macht der Film eigentlich recht viel richtig. Guy Pearce ist ein wahnsinnig cooler Charakter in dem Film, der einen coolen Spruch nach dem anderen schiebt. Die Bösewichte sind wirklich genial gespielt und haben einen absolut an der Klatsche, was ihre Szenen wirklich wahnsinnig interessant und sehenswert macht. Das ganze Duell zwischen Guy Pearce und den Terroristen ist zwar im Endeffekt mäßig aufgelöst, aber zumindest aufgrund der Persönlichkeit der verschiedenen Charaktere echt interessant. Die Stirb-Langsam-Atmosphäre ist auch natürlich, wenn der Film nie an die Klasse des Bruce Willis-Klassikers rankommt, durchaus präsent, das Ganze ist temporeich, actionreich, dynamisch inszeniert. Man hat quasi gar keine Zeit, dass einem während dem Film Fahrt wird oder dass man irgendwann einmal draufkommt, dass die gesamte Geschichte des Films eigentlich vorne und hinten keinen Sinn macht. Man hat bei Lockout einfach nur Spaß. Es ist für mich einer der idealen Hirn-raus-Film-rein-Streifen. Wer B-Action mit coolen Sprüchen mag, der sollte Lockout auf jeden Fall eine Chance geben. Ich weiß, ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei dem Film und ich hoffe, ihr habt den im Endeffekt auch. Allerdings einen wirklich objektiv guten Film sollte man sich nicht erwarten.